Herzlich willkommen, Kameramagier, zur Fusion Challenge Nummer 3, wo du auch was gewinnen kannst diesmal. Und zwar mein neues Title Pack, Kinetic Titles, für DaVinci Resolve 17. Und die Aufgabe diesmal ist es, einen Callout-Title zu basteln, der super einfach über Expressions zu steuern ist. Eine Serie zu Expressions habe ich natürlich schon gemacht und das Callout-Title-Tutorial ist ja gar nicht so lange her. Ich habe es ja auch nochmal da oben verlinkt. Und das, was ich von dir haben möchte, ist ein Callout-Title, den man quasi über Modifier und über Punkte einfach steuern kann. Okay, kommen wir zuallererst mal zu den Bedingungen, die es braucht, damit dein eingesendetes Settings-File für die Challenge zählt. Nummer 1 ist, die Animation muss responsive sein. Das heißt, wenn ich das Ding auf einen Adjustment-Layer lege und das ganze Ding in der Edit-Page langziehe, muss die Animation sich quasi auch mitstrecken. Und das kannst du mittels des Keyframe-Stretchers machen, als Insert-Modifier auf deinen Keyframes. Bedingung Nummer 2. Ich muss einen Punkt dieser Animation wie einen richtigen Callout-Title mit einem Tracker verbinden können, ohne dass der Keyframe-Stretcher meine Keyframes verwurschtelt. Und Bedingung Nummer 3 ist, ich muss das easy flippen können, also auf die andere Seite drehen können und somit muss die Animation sich auch drehen, so dass ich quasi wählen kann, ob sie links oder rechts ist. Und es gibt noch Bonuspunkte für diejenige Person, die es mir ermöglicht, easy eine Medien- oder Fotodatei einzubinden für eine schöne Einblendung von einem Gesicht. Und eine obligatorische Bedingung ist, dass das Ganze mir natürlich als Settings-File über die Homepage unten zugeschickt wird. Wenn du ein Settings-File speichern willst in Fusion, einfach alle Nodes markieren, mit Rechtsklick drauf, Settings-File, fertig. Das war's zu den Bedingungen. Kommen wir mal zu den Tipps, damit du das Ganze auch gut absolvieren kannst. Der erste Tipp ist, schau dir das Callout-Title-Tutorial an. Habe ich, wie gesagt, da oben verlinkt. Und das wird dir quasi 90% des Weges eröffnen. Und der zweite Tipp ist, nutze Expressions. Ich hatte, wie gesagt, eine Expressions-Serie schon mal gemacht, findest du da oben. Und du kannst mit Expressions auch rechnen. Tipps dazu findest du, wie gesagt, auch mit auf der Seite. Das heißt, du kannst diesen Callout-Title easy responsive gestalten, indem du eine Expression setzt. Und Tipp Nummer 3 ist, nutze den Keyframe-Stretcher als Insert-Modifier, damit ich dann auch easy einen Tracker an meine Animation binden kann. Okay, und die Auswertung erfolgt dann in einem Livestream, wo ich durch alle Settings-Files von den Leuten durchgehe. Deswegen benenne dein Settings-File auch am besten mit deinem Namen, damit ich das auch zuordnen kann. Und wie gesagt, der Beste von euch bekommt mein Title Pack, mein neues, gratis. Und für alle, die jetzt sagen, boah, ich habe gar keine Ahnung. Nach der Challenge wird es natürlich ein Trainingspreset geben. Da werde ich quasi dieses Preset hochladen und für jeden verfügbar machen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß und ich freue mich auf eure Einsendung. Bis dahin, Kameramagier. Ciao.